Das erste Mal überhaupt gastiert der TSV Hauptstadt bei der Spielvereinigung Unterhaching im Altenbauer Sportpark. Und das Team von Viktor Kleinhans ist die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga Bayern. 5 der letzten 6 Partien konnten die Unterfranken für sich entscheiden und stehen damit auf dem 7. Tabellenrang. 2 Plätze dahinter rangieren die Hachinger in Rot um Starcoach Sandro Wagner, der zum Rückrundenstart am Freitagabend erneut auf 9 Spieler verzichten muss, aber dennoch den 2. Heimsieg in Folge einfahren will. In der Anfangsphase war davon aber nichts zu sehen. Hauptstadt mit dem besseren Start in die Partie und der ersten Chance durch Mike Dellinger. Sein Schuss aus spitzem Winkel in der 5. Minute schrammt jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei. Haching wurde aber zunehmend stärker, sodass sich ein ausgeglichenes Spiel entwickelte, dem es aber an hochkarätigen Torchancen mangelte. Nach gut einer halben Stunde wird es dann das erste Mal gefährlich. Hachings Christoph Ehlich flankt schön auf Patrick Hopsch in den Hauptstädter Strafraum. Dessen Kopfball landet aber knapp über dem Kasten von Lukas Wenzel. Wenig später wieder die Spielvereinigung und wieder ist Ehlich beteiligt. Seinen Freistoß aus 20 Metern kann Wenzel aber souverän wegfausten. Von Hauptstadt kam nach der guten Anfangsphase wenig bis auf diese Szene aus der 38. Minute. Fehler in der Hachinger Defensive, den Dellinger beinahe bestraft hätte, aber Torwart Alexander Weidinger ist rechtzeitig zur Stelle. Somit geht es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabine. Zu Beginn der 2. Hälfte nahm die Partie dann richtig an Fahrt auf, Überzahlsituation für die Hausern, doch Hachings Boipelo Mashigo braucht zu lange für den Abschluss, sodass der Schuss des Südafrikaners geblockt werden kann. Auf der anderen Seite hat Joshua Endres die Gästeführung auf dem Fuß, allerdings steht Weidinger goldrichtig und kann den Schuss mit einer Klasseparade abwehren. Danach aber wieder viel Leerlauf und Spielunterbrechungen, deshalb rein in die spannende Schlussphase. Wieder ist es TSV-Stürmer Endres mit der Riesengelegenheit in der 88. Minute. In einer schönen Flanke kommt der 24-Jährige aus 5 Meter freistehend zum Kopfball und legt die Kugel über das Tor. Die letzte Möglichkeit der Partie gehört dann den Hachingern. Langer Ball auf Hopsch in der 2. Minute der Nachspielzeit. Der 27-Jährige legt zurück auf den eingewechselten Sandro Porter, der den Ball aus 15 Meter ins lange Eck schiebt und den Sportpark zum Beben bringt. Durch diesen Lucky Punch holt die Spielvereinigung in einer ausgeglichenen Partie wichtige 3 Punkte. Ja, ganz bittere Niederlage natürlich für uns. Ich finde, wir haben ein hochklassiges Regionalligaspiel gesehen mit 2 Mannschaften, die beide sehr, sehr ballsicher waren. Und es ist dann doch erstaunlich, dass bei den beiden Mannschaften, die so viel Qualität in der Offensive haben, so viele interessante Spiele haben, dass es die Nachspielzeit vom 2. Spiel gebraucht hat, bis das 1. Tor nach den beiden Spielen fällt. Ja, wie gesagt, für uns ganz, ganz bitter. Aber wir werden da trotzdem unsere Schlüsse draus ziehen. Ja, war ein schwieriges Spiel, so wie erwartet. Hauptstadt, Mannschaft der Stunde, spielt sehr, sehr gut mit dem Ball, sehr, sehr gut organisiert gegen den Ball. Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Aber wir haben so diese positive Serie jetzt mitgenommen, sind seit der Corona-Pause 5 Spiele, 4 Spiele ungeschlagen. Unterhaching gewinnt also das 2. Heimspiel in Folge und rückt bis auf 4 Zähler an die Unterfranken heran. Die Hauptstädter Serie von 3 Siegen in Folge reißt dagegen bei der Premiere im Hachinger Sportpark durch ein K.O. in der Nachspielzeit.